Jonas Brothers, Only Human. Radio L Report. Zwei Vorstösse zur Ausweitung der Prämienverbilligung sind heute Nachmittag im Landtag zur Abstimmung gestanden. Eine Variante von der VU und eine weitergehende Variante vom parteifreien Abgeordneten Johannes Kaiser. Eigentlich ist es eine klare Sache gewesen. Die FDP hat vorab angekündigt, die Variante vom Koalitionspartner VU zu unterstützen, aber auf einmal ist alles anders gekommen. David Zähle, was ist denn da los gewesen? Ja, der FDP-Abgeordnete Wendelin Lampert hat unerwartet noch einen eigenen Vorschlag auf den Tisch gelegt. Und zwar eine Art Symbiose aus diesen zwei Initiativen von VU und dem Johannes Kaiser. Der Ansatz von Wendelin Lampert zielt darauf ab, dass die ganz tiefen Einkommen stärker entlastet werden als bei VU-Varianten und die nicht so tiefen Einkommen ein bisschen weniger profitieren als bei Kaiser-Varianten. Ich habe mir gedacht, nehmen wir das Gute der Initiative der VU und das Gute der Initiative von Johannes Kaiser und vereinen diese guten Sachen zu einem noch besseren Endprodukt. Und daraus ist dann dieser Abänderungsantrag resultiert. Und wie haben die Abgeordneten den Vorstoss aufgenommen? Der Wendelin Lampert hat mit dem kurzfristigen Änderungsantrag sogar die eigene Fraktion überrascht. Beim Koalitionspartner VU sind die Emotionen aber hochgegangen. Spätestens, wo sich ihre Debatte abzeichnet hat, dass die Variante Lampert tatsächlich eine Mehrheit finden könnte. Schließlich hat ja die FDP im Voraus eigentlich angekündigt, man würde die VU-Initiative unterstützen. Für die VU ist darum klar gewesen, die FDP hat ihnen da auf der Zielgeraden noch die Show stellen. Der VU-Fraktionssprecher Günther Vogt hat den deutlichen Wort gefunden. Ich stelle jetzt einfach fest, dass sich die FDP-Fraktion nicht an Vereinbarungen hält. Es geht jetzt wirklich nicht um die Sachdiskussion zu diesen Grenzen, sondern die FDP hält sich nicht an Vereinbarungen. Und ich will auch nicht pauschalisieren. Ich will hier einfach konkret mitteilen, dass ich denke, dass Positionsabstimmung bei ähnlichen Inhalten sich in Zukunft dann schwierig gestalten könnten. Und wie ist es am Schluss ausgegangen? Vor der Abstimmung über den Antrag von Wendelin Lampert hat die VU-Fraktion den Denkpause beantragt. Und danach hat der Günther Vogt den zähneknirschend verkündet, dass man sich jetzt nicht querstellt. Der Antrag von Wendelin Lampert ist zwar ohne Stimme aus der VU angenommen worden, in der Schlussabstimmung haben die Roten den aber wieder mitgemacht. Für Prämienzahler mit tiefem Einkommen ist trotz den Turbulenzen also gut rausgekommen. Die Verbilligung von der Krankenkassenprämie wird jetzt definitiv ausgeweitet. Mindestens im Hintergrund dürfte der kleine Koalitionskrach aber sicher noch zum Reden gehen. Nochmal der Günther Vogt. Zu guter Letzt gratulieren wir Wendelin Lampert, welcher sich im Rahmen dieser FDP-Rochaden anscheinend schon zum Fraktionssprecher heraufgehievt hat. Verlässlichkeit sieht anders aus. Der Bericht aus dem Landtag vom David Zähle könnt ihr bei uns auch noch hören.